Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Wir haben den Schlüssel für den Aufzug gefunden und sind immer noch in den Fängen des Doktors und der ist schon wieder auf Scheißhaus raufgegangen. Wir müssen erstmal gucken, wie wir wieder zurückkommen zu diesem anderen Bereich, wo der Aufzug ist. Das wissen wir gar nicht. Oh shit, ey. Ich glaube, ich muss warten, bis der da wieder reingegangen ist, weil ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was da rechts war. Hab ich wieder vergessen. Oder ging's da nicht weiter? Ja, müssen wir mal gucken, weil das Problem ist halt, der guckt halt unter den Betten nach und wenn er uns findet, dann sind wir ein bisschen geliefert. Das ist ja das Problem an der Sache. Oh shit, ey. Hallo, Doktor. Herr Doktor, bitte. Kommen Sie in Abteilung 1 mal vorbei. Bei Notfall. Okay, schnell mal gucken. Oh, Kacke, da geht's gar nicht weiter. Muss doch nochmal aufs Scheißhaus gehen oder komme ich da rein? Aber die Typen machen so ein. Oh, nee. Oh, shit. Was kann ich, wo der jetzt ist eigentlich? Oh, ich muss meine Batterie wieder wechseln. Alter, wir haben kaum noch Batterien. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo der Doktor ist. Natürlich die Frage, sind wir wieder da, wo. Shit, ey. Wo wir schon mal waren. Bin mir gar nicht mal so sicher. Der ist da durchgebrochen. Ach, hier sind wir. Doch wieder richtig. Oh Gott. Oha. Hätte ich es nicht erwartet. Aber. Oh. Oh nein. Oh. Ich würde mal sagen, das hast du mit dem Doktor, ne? Halkopf, ne? Was soll ich denn das machen eigentlich? Ach so. Boah, dann hätten wir den Doktor auch überstanden. Einer weniger jetzt. Aber der hat auch grausame Taten angestellt hier. Echt sagen, weil ich jetzt schon wieder was nicht gut ist. Und ach, warte mal, wir sind jetzt, glaube ich, da, wo wir im Whistleblower am Ende waren, ne? Stimmt, wir sind ja von hier, glaube ich, gekommen. Hier lag denn der Doktor und da sind wir dann, glaube ich, rausgegangen, ne? Stimmt, ja. Hier sind wir nämlich von Eddie Glaskin hergekommen, wo hier auch diese Soldaten rumgelaufen sind. Die Glasken war doch da hinten in dieser komischen Halle, ne? Den Doktor haben sie aus unerklärlichen Gründen hier rausgezogen und. Ja, da liegt er nun. Alter, aber der war auch schlimm gewesen, der Doktor. Da liegt er nun. Erstmal die Notiz. Die Herstellung von Traeger-Saft. Schritt 1. Okay. Der leckere Traeger-Saft. Der ist richtig gesund auf jeden Fall. Aber damit sind wir offenbar bei dem Doktor entkommen, der uns die Finger abgeschnibbelt hat. Können wir das vielleicht nochmal sehen? Erstmal nicht.
Aber er hat grausame Taten vollbracht. Ist er von uns gegangen. Da sind wir im Treppenhaus. Ist die Frage hoch oder runter? Ja, ne, wir müssen ja nach unten eigentlich. Okay, das ist die oberste Etage. Ich finde gar nichts. Da war noch ein Bettchen, aber das... das ist, glaube ich, erstmal gar nicht. Na, sagen auf Wiedersehen, Doktor, ne? War... ja. Was mit dir? Aber wir haben ja noch andere Leute hier in der Anstalt, die hier noch rumlaufen. Also zum Beispiel Mr. Fetti. Die Schwanzbrüder. Bowrider haben wir auch noch. Eine Batterie. Oh Gott sei Dank, wir haben einen richtigen Batteriemangel mittlerweile. Oh, ich dachte schon, jetzt erwischt mich wieder jemand, ne? Oh, hier mittlerweile alles irgendwie so ein bisschen zu viel, was so passiert. Okay. Es speichert wieder. Gerade. Sieg. Der Vater Martin ist ja da. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Warte doch mal auf mich, ey. Bin draußen, Vater Martin. Und der hat gewusst, dass wir beim Doktor waren. Woher wusste der denn eigentlich überhaupt davon? Ja gut, hier wird eigentlich alles rumgesprochen in dieser Anstalt. Das weiß man ja. Da ist der Aufzug, wo... naja. Ja, von ihm hochgesteppt wurden vom Doktor. Ist die Frage, wo kommen wir jetzt eigentlich überhaupt hin? Sehr dunkel, ja. Oh, es brennt. Oh, shit. Da wird jemand einen Grillabend anscheinend machen. Sollen wir nicht. Aber, ja, wie immer die dreckige Schütze natürlich. Okay. Es formt ein X. Ich habe den Schatz gefunden. Schatz vom Klo. Ach, warte mal. Ich würde wegen dem Finger, ne? Oh Gott. Die andere Seite mal. Die andere Seite macht er nicht. Also wegen dem Camcorder wahrscheinlich. Die Seite macht er wirklich nicht. Warum auch immer. Zillas Knistli. Light Perry. Perry, das Schnabeltier wahrscheinlich. Haben wir diesen komischen aus Outlast 2 oder so. Und, bevor ich da reingehe, erstmal Batterie wechseln. Was haben wir denn jetzt schon wieder, ey? Okay. Eine Umkleide. Ja, das sieht sehr gesund aus hier. Ein Dokument. Da können wir durchgucken. Okay, den hat man anscheinend als Absperrung dahin getan, den Spind. Das Dokument angucken. Traeger Merc of Operation. Oh, von Traeger. Okay. Betreff Annapurna. Angestelltennummer 5319 20. Annapurna, da haben wir nämlich letztens auch so ein Dokument von diesem. In diesem David wird Annapurna gelesen, der sich ja bei dieser, bei der Presse wegen ganzen Scheiß da hin wollte, ne? Und dem haben wir nämlich ein Dokument nämlich gesehen. Sehr geehrter Mr. Welsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung. Ja, der wollte ja kündigen, glaube ich. Vom Krankenpfleger David Annapurna behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive Behandlung seiner wahnhaften Vorstellung.
Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Traeger. Okay. Anscheinend haben sie den denn wohl doch hier ein paar Experimenten untergeordnet. Diesen Anapona. Da haben wir noch ein einzelnes Pessoir und viele Waschbecken wieder. Volle Anzeichen wieder mal. Wieder Cafeteria. Die Wäscherei, okay. Oh, ich weiß, was da ist. Müssen da auch noch rein. Warte, ich gucke erstmal. Da war wieder mal gar nichts. Eine Batterie, also sehr, sehr, sehr gut. Alter, seit dem Doktor haben wir wieder richtig Batteriemangel bekommen. Alles vernebelt hier drinne. Da rein. Brennende Cafeteria. Oh shit, ey. Oh. Ach, der Typ. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Durch die Küche? Ah, durch die Küche komme ich anscheinend gar nicht durch gerade. Die eine Hälfte von dem Gesicht sah hier noch in Ordnung aus, aber... Ja... Moment, ich gehe jetzt mal raus und gucken wir uns die Notiz mal an. Alles klar. Boah, hier sieht man gar nichts mehr, ne? Boah, Hilfe. Er hat alles angezündet. Alles. Cafeteria, ja, ja. Was? Die Notiz. Lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist, schmerzhaften Tod geweht hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Ja, der Ort ist halt wirklich grauenhaft hier. Das ist ein anderes zu sagen. Aber ist es nicht. Was ist denn gerade? Wo ist denn hier überhaupt hin? Da haben wir schon wieder ein Dokument gefunden. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Nee, garantiert nicht. Warum seid ihr so eine Scheiße denn machen? Der Firma kann man überhaupt nicht trauen. Der ganze Laden muss hier aufgeschmissen werden, ey. Alles muss auffliegen. Wäscherei anscheinend. Hoffen wir, das Feuer in der Küche wieder ausmachen. Ja, in der Cafeteria. Ich glaube, ich kann mich auch noch ein bisschen erinnern an diese Sache. Ich glaube, Mr. Fetti kam, glaube ich, gleich vorbei. Es ist kein Wasser im System. Öffnet es die zwei Ventile. Na super. Zwei Ventile. Art Cafeteria, Wäscherei. Da hängt einer. Oh, da kommt er schon. Der ist also doch hier. Da ist der Fette wieder.
Ja, und das hast du ja schon im Spind versteckt und der kommt bestimmt gleich rein hier, ne? Man kennt ihn doch. Zwei Stunden nehmen wir auf mittlerweile. Sehr wichtige Dokumente hier. Das ist natürlich die Frage, womit sind wir denn überhaupt hin eigentlich? Ventile zu finden. Ich glaube, das haben wir in der nächsten Folge, glaube ich, erst wirklich erfahren. Ich glaube, das in dieser Folge noch was tut, weiß ich nicht. Wir hoffen, wenn die Scheiße mit dem Doktor durchlebt und dann, naja, einen brennenden Raum, dann ist doch der Fette, der gerade wieder irgendwelche Sachen einschlägt. Keine Ahnung. Also erstmal müssen wir gucken, wo die zwei Ventile sind und da habe ich keinen Plan. So, wo sie kommen hin? Hier weiter. Boah, hier der Finger, ne? Das sieht man auch noch ein bisschen den Knochen, ne? Auch ein paar Batterien sparen und da hinten sieht es ein bisschen dunkel aus, also hier vorne. Keine Ahnung, wo der Fette ist, ne? Hallo, Mr. Fetti, ich bin wieder da. Hast du mich vermisst? Ey, das... Ich weiß. Weißt du, der kommt jetzt wieder, ne? Gar nicht mal so sicher. Ich glaube, wir seine Ketten da hinten wieder umrascheln. Ach, wo ist der? Oh mein Gott. Ich hab mich nicht gesehen. Alter. Ach, guck mal, da geht's rein. Oh. Scheiße, scheiße, ich hasse die Ketten. Oh mein Gott. Nein! Gut. Okay. Also ich höre ein bisschen drum und was ist denn hier los? Okay, hier ist anscheinend Badezeit gerade angesagt. Gut, Badezeit anscheinend gerade angesagt. Ist das denn hier Wasser oder? Somebody's very dirty, isn't he? Ja. Und was hat er denn da, bitte? Alter. Von wo ich das gerade hier so mit der Brustwarze. Ne, ist nicht die Brustwarze, aber irgendwie so was in der Nähe da sehe. Ist denn das hier irgendwie ein bisschen der Blasken dran war? Weiß es nicht. Alter. Boah, Gott, ey. Ja, das sollte auch mal einen Termin beim Dentist machen. Die geht's nicht mehr so gut. Sprinkleranlage. Sehr gut. Der Fett ist immer noch da draußen, ne? Oh, shit, ey. No complaining now. We have to wash every little part. Oh, oh, who is it? Alter, was stimmt mit diesem Typen nicht? Ich möchte es gar nicht wissen. Das Problem ist ja, der Fette lungert ja immer noch da herum, ne? Ja, weiß es nicht. Wenn wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge erfahren, werden wir mal gucken. Lass die beiden mal hier drinne. Damit sie sich mal weiter waschen können. Ja, okay. Ja, da sind wir bei gut 20 Minuten. Das passt auch. Hier. Ich würde mal sagen, sie muss in der nächsten Folge wieder, ne? In der Anstalt. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.